Guten Morgen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Du übernimmst heute einen Rheingold-Sonderzug, wie er in den 60er, 70er Jahren fuhr. Es hat lange gedauert, bis alles zustande kam. Viele Fans aus ganz Deutschland sind zur Strecke gekommen, um dieses Ereignis zu erleben. An den Bahnhöfen stehen viele Menschen. Fahre also nicht zu schnell in den Bahnhof rein. Rüste nun erstmal deine Lok auf, lass die Fahrgäste zusteigen und die Abfahrt ist dann um 9.31 Uhr. Eine gute Fahrt wünscht Malte Jensen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Szenario Altes Fieber. Wir fahren heute mit der Lokomotive Baureihe 103, Loknummer 176-4, einen TE Rheingold Sonderzug auf der Moselstrecke zwischen Trier Hauptbahnhof, Wittlich Hauptbahnhof und Koblenz. Und ja, als Zugpferd haben wir heute die Paradelok Baureihe 103 der Deutschen Bundesbahn gewählt. Das Fahrzeug selber ist heute im musealen Einsatz hier für unsere Sonderfahrt. Und wir setzen uns direkt in die Lokomotive hinein und rüsten das gute Stück auf. So, mit Shift B aktivieren wir die Batterie im Führerstand. Dann geht's weiter. Wir verlegen den Fahrtrichtungswender in die Stellung M. Aktivieren außerdem die PZB und die LZB. Bei der PZB schnappen wir uns die obere Zugart und gucken dann als nächstes, ob wir genug Luft im Hauptluftbehälter haben. Da sind aktuell 7 Bar drinne, da kann ruhig noch ein bisschen hinterher gedrückt werden und deswegen aktivieren wir hier unten den Luftpresser. Mit der Druckluft, die eben hier aufgebaut wird oder zumindest komprimiert wird, heben wir dann gleich den Stromaufnehmer und damit das dann ohne Probleme klappt, schalten wir uns auch hier drinne noch die Beleuchtung ein, sowohl die Instrumentenbeleuchtung als auch die Fahrplanbeleuchtung hier drüben und dann können wir gleich nochmal nach draußen springen. Mit Shift P wählen wir dann den hinteren Stromaufnehmer aus. Da wir heute den Führerstand 1 vorne haben und den Führerstand 2 hinten, ist auch der Stromaufnehmer Nummer 2 an der hintersten Stelle. Mit Shift P, wie gesagt, durchschalten auf Nummer 2 und dann den Stromaufnehmer nach oben heben. Durch Druckluft wird er jetzt angehoben und wenn er die Fahrleitung oben berührt, dann sollten hier gleich die 15 kV eingetragen werden an der entsprechenden Anzeige. 15 kV sind da, wir aktivieren also als nächstes den Hauptschalter, der fliegt direkt hinterher und dann können wir eigentlich auch schon mit dem weiteren Aufrüsten der Lokomotive beginnen. Fahrtrichtungswender geht in die Vorwärtsstellung, wir lösen einmal die Bremsen komplett und lösen dann noch vor Abfahrt die Handbremse hier drüben, da ich aber nicht will, dass der Zug jetzt hier wegrollt im Bahnhof, mit geöffneten Türen entsprechend noch anhalten oder beziehungsweise halt angelegt lassen. Unseren Zugbegleiter von der Deutschen Bahn haben wir heute auch mit dabei. Der steht jetzt noch hier draußen, beziehungsweise Max Mustermann fährt dann heute hier mit uns. Beziehungsweise er kann auch stehen bleiben, könnte auch sein. Ist halt die Frage, ob er mitkommen möchte oder nicht. Das Ticket haben sie ihm gegeben, aber es ist ihm freigestellt eben, ob er mit möchte oder nicht. Hier drüben fährt der Flirt Syvex ein, der Flirt 3, Baureihe 429 als Dienstfahrt und von DB Regio hier drüben auch noch 2 Triebwagen. So, wir gehen mal ganz kurz hinten zu den Wagen. Wir haben den Trans-Europa Express mit dem Zugnamen Rheingold. Die entsprechende, der Zuglauf, der hier unten eingetragen ist, der stimmt heute nicht so ganz, aber wie gesagt, für diese Sonderfahrt gibt es einige Besonderheiten noch, die dann auch während der Fahrt sicherlich noch mit genannt werden. Wir lösen also die Handbremse, um abzufahren. Das Signal zeigt freie Fahrt mit 40 oder Langsamfahrt mit 40 und dann kann es direkt losgehen. Wir machen uns auf Richtung Koblenz. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt wird dann voraussichtlich Wittlich Hauptbahnhof sein. Und ja, wenn wir gut fahren, sollten wir auch pünktlich in Wittlich ankommen. Wir müssen noch mal ganz kurz zu Fahrtbeginn überprüfen, ob die Lüfter auch wirklich in Automatikstellung sind. Das sind sie. Und mit der Stellung ein können wir sie dauerhaft aktiv schalten. Dann geht's noch weiter. Wir gehen noch mal kurz in die Außenansicht. Erstmal langsam auf 40 beschleunigen. Das Signal zeigt, wie gesagt, Langsamfahrt an. Und die Leuchtmelder würde ich ganz gerne mal noch überprüfen. Das ging ja bei der 103 eigentlich auch, ne? Ist jetzt nur die Frage, wo ist der Knopf? Irgendwie finde ich ihn nicht, oder es funktioniert gerade nicht. Auf jeden Fall, wir haben unsere 40 erreicht, drehen also die Leistung wieder runter auf 0. Und genau. Fahren hier erstmal aus Trier Hauptbahnhof aus.
Hinten nochmal die schönen Wagen. Der Rheingold Wagenpark. Unglaublich genial ausgestaltet auch. Wirklich sehr schön. Sehr geehrte Fahrgäste, das Zugpersonal begrüßt Sie im Rheingold-Sonderzug auf der Fahrt nach Koblenz Hauptbahnhof. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und hoffen, einen schönen Tag mit Ihnen verbringen zu können. Ich gehe nun einmal den Tagesablauf durch, damit Sie auch genau wissen, was wir heute mit Ihnen alles Schönes vorhaben. Zunächst fahren wir mit dem Zug nach Koblenz Hauptbahnhof. Unterwegs halten wir in Wittlich, Bulei, Cochem, Traiskaden und Kobern-Gondorf. Koblenz erreichen wir planmäßig um 10.56 Uhr. In Koblenz Hauptbahnhof haben Sie die Möglichkeit, 10 Minuten lang Fotos von der Lok oder von dem Wagen zu machen. Wenn Sie nett fragen, können Sie bestimmt auch mal vorne in die Lok reingucken. Bitte tun Sie uns den Gefallen, dass Sie nicht während der Fahrt aussteigen und Fotos von der Lok machen. Dazu haben wir leider zu wenig Zeit während der Fahrt, da wir den Regelbetrieb auch nicht aufhalten können. Nach einem kurzen Aufenthalt in Koblenz Hauptbahnhof werden Sie einen Bus-Shuttle abholen. Dieser fährt Sie dann bis zum DB-Museum in Koblenz. Dort haben Sie die Möglichkeit, mehrere Stunden lang viel über die Eisenbahngeschichte zu erfahren oder sich diverse Triebzüge oder Loks anzugucken. Um 15 Uhr wird dann wieder der Bus draußen auf Sie warten. Bitte achten Sie darauf, dass Sie auch pünktlich wieder beim Bus sind. Wie gesagt, gegen 15 Uhr wird er da sein. Dieser fährt Sie dann wieder zurück zum Bahnhof und dann geht's mit dem Zug zurück nach Trier. Hier noch ein kurzer Hinweis. Sollten Sie während der Fahrt Hunger bekommen oder Durst, so finden Sie im dritten Wagen von vorne unser Bordrestaurant. Das Zugpersonal freut sich auf Ihren Besuch. Sollten Sie im DB-Museum Hunger oder Durst bekommen, so können Sie sich im Café zum Beispiel ein Stück Kuchen erwerben. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt und freuen uns auf einen schönen Tag mit Ihnen. Wunderbar. Herzlichen Dank für diese Einleitung und Grüße auch an der Stelle an den Malte, der dieses wunderschöne Szenario hier erstellt hat. Wir haben gerade die Langsamfahrt-Ankündigung bekommen. Wir sollen wahrscheinlich mit VMAX 40 gleich weiterfahren. Hier entsprechend nochmal der Signalwiederholer und das LF6. So, die Weiterfahrt ist ja wahrscheinlich mit 40 gestartet hier ab dem Signal. Und die 40 haben wir auch gleich auf dem Tacho. Das passt wunderbar. So, genau. 40 dürfen wir fahren. Und dann geht's gleich durch den Haltepunkt Pfalzel. Wir müssen auch gleich die entsprechende, Güterabfertigung oder den großen Güterbahnhof von Erang überqueren. Da sollte es gleich über eine etwas größere Brücke gehen und auch die Mosel würde uns natürlich während der heutigen Fahrt drunter, dran und drüber, dran und daneben begleiten. Denn für uns geht es heute über die Mosel, aber nicht die Mosel geht über uns. Das wäre dann ein bisschen problematisch. Dann hieße es lediglich Schlaf bei den Fischen. So, wir sollten uns wieder vorne in den Führerstand hineingesellen und dann geht es wahrscheinlich hier gleich durch eine entsprechende Weichenverbindung. Wir sind nämlich aktuell noch im Gegengleis unterwegs. Und dann dürfen wir sicherlich gleich wieder auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. VMAX 100 steht dann hier schon am LF7. Können schon mal leicht Leistung auf die Lokomotive bringen. Echt toll, dass man hier wirklich nochmal die 103 mit den entsprechenden Rheingold TEE-Wagen hinten fahren können. Das Ganze, wie gesagt, als Sonderfahrt. Kein regulärer Zug. Ist ein Spezialevent. Und für uns geht es dann heute zum DB-Museum nach Koblenz. So, wir drehen die Leistung hoch. VMAX 100 bitte aufnehmen. Hinten der Wagen ist auch schon am Haltepunkt sogar durch. Und hier drüben dann, wie angekündigt, der Güterbahnhof Erang. Da unten steht schon Locomotion. Wahrscheinlich mit einer 185. Und. Wirklich alles Mögliche, was das Eisenbahnherz begehrt. Erang zählt mit
zu den recht großen Güterbahnhöfen hier in der Region. Oder was heißt in der Region? In der Region ist es einer der wenigen großen Güterbahnhöfe. So viele gibt es ja gar nicht davon. Das Schöne ist auch, mit der 103 und den Schnellzugwagen hinten dran können wir wirklich auf der gesamten Moselstrecke immer die Höchstgeschwindigkeit, die eben streckenseitig zugelassen ist, ausfahren. Haben nicht das Problem, dass wir irgendwie durch eine Höchstgeschwindigkeit von den Wagen oder der Lokomotive quasi gezwungen werden, niedrigere Geschwindigkeiten zu fahren. Wir können wirklich immer genau das fahren, was an den Signalen dran steht. So, jetzt dürfen wir wieder auf 85 runterbremsen. Wenn wir schon einmal beim Thema Schnellfahren sind. Da oben auch die ganzen Güterwagen. So, die 85 sind unterschritten. Und damit gehen wir schon mal jeglicher PZB-Zwangsbremsungen aus dem Wege. Genau, die 85 blinkt wieder dauerhaft. Und auch das sollte sich dann in wenigen Metern von alleine auflösen. Die 80 gelten ab hier. Genau, und wenn wir hier quasi diesen Einfahrbereich von E-Rang durchquert haben, dann können wir auch mit der Geschwindigkeit wieder hoch. Ich glaube, dann geht es sogar auf 100 oder 120. Irgendwie sowas. Und die drüben in Fahrtrichtung links, da geht es dann in Richtung Gerolstein. Die Strecke kennen wir auch schon aus dem Train-Simulator. Die hat GBE damals, glaube ich, angefertigt. Trier-Gerolstein nennt sich die Strecke. Und ist, wie gesagt, auch für den Train-Simulator verfügbar. So, die 80 sollten jetzt hier vorne gleich enden. Und zwar nach dem Bahnhof irgendwie, ne? Ich glaube, das wird nicht dauerhaft mit 80 befahren. Scheinbar schon, okay. Oder wir haben die LF-Tafel übersehen. Naja, jedenfalls. Bis Wittlich Hauptbahnhof sind es rund 27, 28 Kilometer. Und wenn wir pünktlich am Bahnhof ankommen wollen, müssen wir uns auch entsprechend sputen. Dürfen nicht allzu viel herumschleichen. Sollte also so fahren, dass wir wirklich den Fahrplan nach Möglichkeit einhalten können, um eben auch den anderen Zügen, die hinter uns nachgefahren kommen oder vielleicht sogar auch vor uns sind, dass wir da kein Chaos mit hineinbringen. Aber wie gesagt, Züge überholen werden wir sicherlich sowieso nicht. Es sei denn vielleicht Güterzüge. Der Kollege kommt uns hier gerade schon entgegen. Das war jetzt genau passend. Aber nein, ansonsten, der Fahrplan sollte so sein, dass wir eben da nicht ins Gehege kommen. So, bei der 103 ist auch das Schöne. Wir haben hier keine AFB an Bord. Wir müssen also wirklich die ganze Zeit manuell nachschalten, was eben die Leistung angeht. Und bei der 103 haben wir ja bis zu, ich dachte, 10.000 PS an Leistung. Also rund gerechnet, die wir hier zur Verfügung haben, um eben den Zug schnellstmöglichst zu beschleunigen. Zum Zeitpunkt, als die 103 eben auch eingesetzt wurde, als Lokomotive im planmäßigen Intercity-Dienst, oder beziehungsweise im planmäßigen Fernverkehrsdienst bei der Deutschen Bundesbahn, zu dem Zeitpunkt war sie die stärkste Elektrolokomotive, welche eben für derartige Dienste verwendet wird, und zwar weltweit. Gerade auch mit ihren 6 Achsen konnte sie da entsprechende Zugkräfte auf die Schiene transportieren, wobei die ja bei Reisezuglokomotiven in der Regel nicht allzu hoch ausfallen. Also zumindest im Vergleich zu Güterzuglokomotiven. Aber auch mit der 103 konnte man relativ schnell beschleunigen. Speziell dann, wenn man auch nochmal die Trafo-Überbrückung oder die Trafo-Umschaltung aktiviert hat. Dann standen einem dann nochmal ziemlich viele zusätzliche PS zur Verfügung. Genau, jetzt kommen erst die 100.
Aber wie gesagt, zum Zeitpunkt der Indienststellung war sie die von der Leistung her stärkste Elektrolokomotive, welche im planmäßigen Intercity- oder Schnellzugverkehr eingesetzt wird oder wurde. So, 100 bitte. Wir können jetzt auch die Lüfter wieder auf Automatikstellung setzen. Wenn wir sie ganz runterziehen würden, dann wären sie aus. Das machen wir lieber nicht. Sonst geben wir die entsprechenden Gefahren ein, dass die Lokomotive überhitzt. Und das möchten wir nicht. Die Lokomotive soll uns noch lange erhalten bleiben. Und von der 103 wurden ja auch entsprechend viele Lokomotiven museal erhalten. Das ist das Schöne bei dieser Baureihe. Unter anderem auch die Vorserienlokomotiven und Versuchslokomotiven von ja, E03 bis E04. Das waren ja quasi die Vorgänger der Baureihe 103. Und daraus entstand dann unter anderem auch die Typenbezeichnung Lokomotivbaureihe 750, welche ebenfalls quasi nur eine, ich sag jetzt mal, Umnummerierung dieser Lokomotiven war. Also eigentliche Lokomotiven, die dann in den Plandienst übernommen wurden und auch in Serienfertigung gingen, die waren als 103.1 gekennzeichnet und das müssten so über den Daumen gepeilt, ich glaube 150 Maschinen sein, also wie gesagt ganz grob jetzt, die da eben den Einsatz bei der DB gefunden haben. Was auf jeden Fall auch noch ganz wichtig zu nennen ist bei der 103, sie war ein regelrechter Dauerläufer im Intercity-Verkehr und auch im Interregio-Verkehr. Und hat da wirklich in ihrer Dienstzeit mindestens einmal die Strecke bis zum Mond hin und zurück durch ihr Leben gebracht. Also so viel sind die in ihrer ganzen Dienstzeit mindestens gefahren. Und zwar jede einzelne Lokomotive. Da sieht man auch mal wirklich so diese Dimensionen, was die Lokomotiven haben leisten müssen. Und teilweise eben auch heute noch leisten. Speziell wenn ich da so an die Baureihe 101 denke, da ja, denke ich mal, dass wir da in ähnliche Distanzen reinkommen, bezogen auf das ganze Laufleben der Lokomotiven. Würde mich sowieso mal interessieren, wie viel Laufleistung alle Lokomotiven der Baureihe 103 oder alle Lokomotiven der Baureihe 101 in ihrem Leben hinter sich gebracht haben. Wobei ja das Ende der Lokomotivbaureihe 101 noch ein ganzes Stückchen in die Zukunft geschoben werden dürfte. Ja, und schnell wird auch klar äußerlich, wieso diese Lokomotive als das Paradepferd der Deutschen Bundesbahn diente. Einerseits ein sehr schönes Aussehen optisch von außen und andererseits eben die geballte Power, die unter dieser schönen Haube steckt. Mit anderen Worten, die Lokomotive sieht nicht nur schön aus, es steckt auch viel drin. Ja, bis zu 200 km pro Stunde schnell sind die normalen 103er, die eben im Plandienst eingesetzt werden. Ausnahmen bestätigen auch an dieser Stelle wieder die Regel. Unter anderem hätten wir da die Lokomotiven, welche eben ja, zu Versuchszwecken auch bei DB Netz eingesetzt wurden. Und zwar gibt es eine Lokomotive, die ich dachte auf 280 km pro Stunde zugelassen ist oder war. Und das müsste die Lokomotive sein, welche aktuell bei der Firma Rail Adventure im Einsatz ist. Die Lokomotive hatte zu dem Zeitpunkt, dächte ich, auch eine veränderte Getriebeübersetzung bekommen, sodass sie eben für höhere Geschwindigkeiten tauglich war. Und dementsprechend wurden auch sicherlich die Achsen und Drehgestelle auf diese höheren Geschwindigkeiten angepasst und zugelassen. Und gerade auch bei den 103ern und den Vorserienmaschinen gibt es speziell optisch, weil wir das Thema gerade hatten, einen sehr markanten Unterschied. Und dieser ist auf jeden Fall, dass wir bei der E03 ein entsprechendes einreihiges Lüfterband nur haben und nicht diese Doppelausführung oben und unten.
Des Weiteren unterscheidet sich die E03 zur 103 dahingegen, dass wir im Führerstand andere Armaturen verbaut haben. So haben wir bei der 103 hier in Serienfertigung die entsprechende Anzeige mit LZB, den Zugkraftmesser hier drüben und Bremskraftmesser und die Anzeige für die Geschwindigkeit in dieser Tachometerform. Und bei der E03 ist das Ganze quasi so aufgebaut wie ein, ich sag jetzt mal, Balkendiagramm für diejenigen, die sich da an der Schule oder in der Schule noch dran erinnern können oder aus der Schule noch dran erinnern können. Das ist einfach wie so eine seitliche Geschwindigkeitsanzeige, die da halt gewählt wird. Also man hat auf jeden Fall halt andere Armaturen in der Lokomotive drin. Genauso wie die Lokomotiven hier mittlerweile schon PZB 90 gehabt haben müssten, hatten die Vorserienlokomotiven da entsprechend andere Leuchtmelder und auch das System sah zu der Zeit ein bisschen anders aus. Ob das damals noch die Indusi war, die auf den E03ern verbaut wurde, das weiß ich jetzt nicht genau. Möchte ich hier keine falschen Behauptungen aufstellen. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ich würde sogar eher zur Indusi hin tendieren. Bei den Vorserienloks. Auf jeden Fall eine wunderschöne Lokomotive. Und was diese Meinung angeht, werden viele Eisenbahnfreunde auch entsprechend mit mir gehen. Was ich sehr gerne auch mal persönlich noch erleben würde, eine Mitfahrt auf einer 103, das wäre wirklich noch so ein Traum. Weil die kenne ich wirklich nur vom Sehen, vom Anfassen auch einmal, aber im Führerstand noch nie drin gewesen. Finde ich, sind so schöne Loks, das steht auf jeden Fall noch mit auf meiner Liste drauf, auf meiner Agenda der Führerstände, die ich noch besichtigen möchte. Egal, ob das jetzt die 103 von Rail Adventure ist, die noch im Plandienst, kann man jetzt nicht sagen, aber die noch wirklich im Einsatz ist, oder ob das eine der Museumsloks ist. Aber einmal auf der 103 vorne im Führerstand mitfahren, das wäre echt genial. Würde ich mich sehr drüber freuen. So, 110 waren angeschrieben, Leistung ist bei 0, wunderbar. Und dann können wir uns hier die elektrische Bremse zunutze machen und mit der auf 110 runterbremsen. Grüß dich, Kollege. Du wirst kurz per Lichthupe gegrüßt. Und in der Regel winkst du dann nochmal aus dem Führerstand heraus. Gehört sich so unter Lokführerkollegen und Lokführerkolleginnen. Egal wer drin ist. Ob männlich, weiblich, divers. Einfach winken. Das macht den ganzen Verkehr auf der Schiene wesentlich angenehmer. So, wer es gesehen hat, der hat gesehen, dass wir gleich nur noch 100 fahren dürfen. Und dementsprechend werden wir auch da wieder runterbremsen. Na, die Bremszylinder gehen da gleich ziemlich heftig ins Gefecht. So, wird auslösen. Zack. Und dann haben wir VMAX 100 ab hier. Genau, steht auch hier nochmal als LF7 da. Und dann schalten wir wieder die Leistung nach oben. Übrigens für diejenigen, die sich auch nochmal gefragt haben, wieso stehen hier unten die Geschwindigkeiten quasi angeschrieben, aber ich schalte nur auf 45 hier. Das liegt daran, dass die 103er zu Anfang mal eine AFB verbaut hatten, aber diese sich bei den Lokomotiven nicht wirklich bewährt hat. Hat halt zu Fehlern geführt und anderen Problemen während der Fahrt. Und aus diesem Grund hat man gesagt, gut, wir bauen die 103 wieder auf Nicht-AFB oder wir bauen die AFB wieder aus den Lokomotiven aus. Und deswegen ist quasi so dieses Überbleibsel, die Geschwindigkeiten, die hier außen angeschrieben sind. Und gleichzeitig dient es halt so als ein grober Richtwert bei einer gewissen Zuglänge. Und natürlich auch ganz wichtig deswegen, damit wir hier sehen können, welche Fahrstufe eben vorgeschalten ist.
Ich glaube, wir können auch gleich die Trafo-Umschaltung nutzen. Genau, ab 120. Beziehungsweise 140. Weil gerade hier im niedrigen Geschwindigkeitsbereich ist die Trafo-Umschaltung noch nicht so wirklich von Vorteil. Wir haben dann zwar hier im Simulator einfach mehr Leistung. Und das gibt es übrigens auch bei der richtigen 103. Also auch die Lokomotive hatte eine sogenannte Trafo-Umschaltung, mit der eben mehr Wicklungen am Transformator abgegriffen werden konnten und somit höhere Zugkräfte auf die Schiene übertragen werden. So, hier vorne geht es wieder über die Brücke und dann sollte es auch bald schon für uns in Wittlich in den Hauptbahnhof hineingehen. Wir lunzen mal ganz kurz in unseren elektronischen Fahrplan hinein. Der sagt noch 4 Kilometer bis Wittlich Hauptbahnhof und dann können wir da die Leistung wieder rausnehmen. Genau, da vorne kommt dann noch gleich noch ein 100er Abschnitt. Da habe ich jetzt mal ein bisschen gecheatet und vorausgeschaut. Aber ja, gerade durchs Moseltal wollte ich auch unbedingt mal wieder fahren. Das hat sich jetzt hier wirklich gut gemacht, dass dieses Szenario erschienen ist. Und für übrigens all diejenigen, die sich für dieses Szenario interessieren, du findest das Szenario auf der Webseite www.thinknewflynew.de. Das hat uns der Malte lieberweise zur Verfügung gestellt. Ebenso wie all die anderen Szenarien von Malte, die wir mittlerweile hier schon auf dem Kanal gefahren sind. Dort einfach in den Reiter Downloads reingucken und da findest du entsprechend die Möglichkeiten, um dir diese Szenarien auf den Computer auch runterzuladen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du die enthaltenen Triebfahrzeuge schon besitzt oder beziehungsweise dir noch zulegen wirst und andererseits natürlich überhaupt der Train Simulator. Und falls du den nicht besitzt, den gibt es ebenfalls auf der Kanalwebseite oder hier unten drunter unter dem Video verlinkt. Das Ganze ist aber an der Stelle wieder ein Affiliate-Link mit dementsprechend einer Umsatzprovision über die verkauften Software-Downloads mit an den Kanal getätigt wird. Also sprich, wenn du den Train Simulator über einen der Links kaufst, kannst du den Kanal gleichzeitig mit unterstützen. So, Wittlich Hauptbahnhof kommt hier vorne. Wir bremsen also ab. Ja, gerade beim Bremsen, da geht es ja dann doch manchmal relativ straff auf die Signale zu. Ich meine, jetzt haben wir noch Glück. Das Signal leuchtet sowieso grün. Ja, komm, liebe 103. Du hast Bremskraft, dann gib sie uns auch bitte. So. Sollte gleich wunderbar passen. So. Einmal den Kopf zum Fenster ausstrecken, die Türen öffnen, die Fahrgäste rein und rauslassen. Und beziehungsweise eigentlich nur einsteigen, ne? Sie sollen ja keine Fotos machen. Das können sie dann in Koblenz tun. Und ja, dann stehen wir hier mit 103-176-4 in Wittlich Hauptbahnhof. Ich frage mich jetzt gerade nur ein bisschen, wieso Wittlich so leer ist heute. Kein einziger Zug hier zu sehen. Kennt man ja gar nicht so. Aber na gut. Auch hinten wieder schöne DB-Keks mit dran. Und das Coole an den 3D-Zugwagen ist ja auch, da sind wirklich alle Wagen voll ausmodelliert. Also richtig, richtig krass. Das ist immer so das Hauptaugenmerk eigentlich bei den Wagen von 3D-Zug. Muss man wirklich sagen. So, und dann setzt sich der Zug wieder in Bewegung. Ab die Post. Wir rennen erstmal ganz kurz vorne an den Bahnsteig dran, damit wir sehen, wie sich die 103 in Bewegung setzt. Und dann nehmen wir natürlich auch gleich wieder Platz im Führerstand. So,
Leistung hochdrehen. Wir müssen hier pünktlich abfahren und auch genug Leistung aufwenden, damit wir den Zug entsprechend wegzerren. Zugkraft schön erhöhen. Hier drüben sehen wir auch nochmal die Amperezahlen, die wir gerade aus der Oberleitung abgreifen. Über 600 Volt. Achso, ja, genau. Hier drüben Volt. Daneben die Ampere. So rum. Na, die saugt schon ordentlich was aus der Oberleitung raus. Alle Bremsen gelöst, Hauptluftbehälter auch voll, 10 Bar haben wir zur Verfügung. Alles wunderbar. Sind halt auch so, ja, lauftechnische, ich sag jetzt mal Parameter, die man unbedingt mit im Blick haben sollte. Das Allerwichtigste immer im Zug, das sind die Bremsen. Ohne die geht gar nichts. Na gut, und die Räder natürlich. Aber du weißt schon, was ich meine. Genau, nächster halt Bulai. Auf Gleis 1 und 130 dürfen wir fahren. Aber die Lokomotive, die kommt noch nicht so richtig aus dem Knick. Deswegen höhere Fahrstufen anwählen. Und dann ist auch das kein Problem mehr. So, 73,8. Wir kommen halt auch, gerade dadurch, dass wir mit der 103 die Höchstgeschwindigkeiten ausfahren können, wirklich ziemlich schnell von einem Bahnhof zum anderen. So, Schaltwerk läuft wieder zurück. Und dann gleich nur noch 100. Alles klar. Das LF6 muss nicht quittiert werden. Na? So, Bremsen wieder auslösen. Ein GPA kommt auch noch. Und dann 80, quittierungsbedürftig. Genau, Prüfgeschwindigkeit 85 ist unterschritten. Grüß dich da drüben im Flirt 3. So. Genau, 12 Kilometer noch, alles wunderbar. Dann kommt hier vorne sogar gleich nochmal eine LF6 mit 80. Damit eben die Triebfahrzeuge, die hier auch am Bahnsteig anfahren, direkt nochmal die Vorwarnung bekommen. Du, hier kommen 80. Sollte man vielleicht auch nochmal quittieren, auch wenn dort kein Gleismagnet lag. Und dann hier die 80. Ab hier sind sie gültig. Hier sollten wir sie auf dem Tacho drauf haben. So, und dann dürfte es für uns gleich wieder in den nächsten Tunnel hineingehen. Da heißt es für uns wieder, überprüfen, ob das Licht draußen an ist. Und natürlich auch, ob das Licht in der Lokomotive leuchtet. Sowohl die Instrumentenbeleuchtung als auch die Führerstandsbeleuchtung. Und deswegen schalten wir auch direkt hier an der Stelle auf die komplette Führerstandsbeleuchtung um und nicht nur auf die einzelne Fahrplanleuchte. Weil so sehen wir im gesamten Führerstand was und nur mit der Fahrplanleuchte, ja, ist es halt wesentlich gedimmter. Hier drüben für den Beifahrer ist auch nochmal mit einem dabei. Die werden beide darüber angesteuert. Toll, wie die aus dem Tunnel herausgeschossen kommt und hinten dran in der genau gleichen Farbgebung der Trans-Europa Express Rheingold. So.
So, 110 dürfen wir fahren. Das Licht im Führerstand wird bitte wieder gedimmt. Und die Lokomotive nimmt an Geschwindigkeit zu. So, Ankunft in Bulai sollte um 10.09 Uhr sein. Das sollten wir auch ohne Probleme hinbekommen. Ah, nicht zu schnell werden. 10.07 Uhr müsste genau, oder ne, 10.08 Uhr ist die voraussichtliche Ankunft bei dem aktuellen Fahrstil. Und ja, wenn wir 10 km pro Stunde über dem Limit drüber sind, dann kann das auch gut hinhauen. Das wollen wir aber gar nicht. Wir wollen hier schön mit Streckengeschwindigkeit fahren. So eilig haben wir es dann doch nicht. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz hinten in die Wagen reingehen. Wir waren am Anfang schon mal hier hinten drin, als die wunderschönen Zugdurchsagen von Malte kamen. Und wir wechseln aber bitte mal noch ganz kurz. Ich möchte gerne in den Aussichtswagen. Geht das heute nicht? Scheinbar geht das nicht. Ich wollte eigentlich nochmal hinten in den Aussichtswagen mit dir rein. Das zeige ich dann gleich nochmal. Wir müssen jetzt gleich erstmal auf 90 runterbremsen. Zack, hier kommt's. So, aber nur weil das LF6 keinen Magneten hat, heißt das für uns nicht, dass wir einfach weiterfahren können. Auch da müssen wir aufpassen. Und auch dann, ne, wenn das LF6 keinen Magneten hat, können trotzdem bei bestimmten Geschwindigkeiten sogenannte Geschwindigkeitsprüfabschnitte eingerichtet sein, die dann eben im Notfall auch eine Zwangsbremsung auslösen. So, die 90 haben wir wieder auf dem Schirm. Und der Zug rollt ohne Probleme weiter, genau. So, jetzt nochmal ganz kurz in die Außensicht, wie versprochen. Und zwar wechseln wir an den Aussichtswagen. Weil normalerweise kann man sich hier oben dann nochmal hineinsetzen. Gerade auch mit der Kamera ist ja der Ausblick wirklich extrem schön. Und speziell auch aus dem Blick des Wagens in echt gibt das ein unglaublich cooles Bild ab. Die Wagen mit dieser Bauform sind ja tatsächlich noch unterwegs. Und zwar für die Firma Rail Adventure auch. Die haben da sowas wie eine Art Shuttlezug, den man mieten kann. Oder einzelne Shuttlewagen. Und ja. Wer das entsprechende Kleingeld hat, der kann sich so einen Wagen und halt den entsprechenden Transport per Bahn bei Rail Adventure auch mieten. Also quasi einfach einen Charterzug. Wie das auch manchmal von größeren Unternehmen gemacht wird, die dann halt sagen, hey, wir nehmen alle unsere Mitarbeiter heute mal in einem alten Rheingoldwagen mit oder Trans-Europa-Expresswagen und bringen die zu unserem anderen Unternehmensstandort nach, meinetwegen München, Hamburg, irgendwohin halt, je nachdem, wo sie es halt hinbefördert haben möchten. Oder auch, ziemlich geil, bei Hochzeiten. Da geht das teilweise auch, dass man da eben wieder mit der Voraussetzung des nötigen Kleingelds sich so einen Wagen mieten kann für einen Tag und dann da von Rail Adventure herumkutschiert wird. Richtig cool. Wobei ich dann am liebsten eigentlich die 103 direkt mieten wollen würde, ohne den Wagen hinten dran. Also mir würde da vollkommen der Führerstand ausreichen. Aber wie gesagt nochmal, wenn irgendjemand da eine Möglichkeit hat, für die 103 da im Führerstand mal mit dabei zu sein, wäre echt genial, da mal teilzuhaben. Und ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Bei Interesse gerne melden. Die entsprechende Möglichkeit findet sich sowohl auf der Webseite www.thinknewflying.de. Da gibt es eine E-Mail-Adresse oder einfach hier direkt bei YouTube. Für uns geht es über den Pünderecher Hangviadukt, zu unserer Rechten die Mosel und vor uns gleich der Bahnhof von Bulai.
Des Weiteren befinden wir uns jetzt auf dem Streckenabschnitt, wo die Moselweinbahn auch unterwegs ist. Oder die Züge, welche die Moselweinbahn bedienen. Ich glaube, der Streckenast hier selber müsste ja auch mit zur Moselweinbahn dazugehören. Also gerade hier auf dem Pünderecher Hangviadukt entstehen wirklich immer die schönsten Bilder. Egal, was es eigentlich für Züge sind. Ob das die schweren Erzbomber sind oder Kohlebomber aus oder ja, in den Niederlanden. Oder in die Niederlande hinein. Meistens fahren sie einen beladenen Zustand von Rotterdam, Antwerpen, runter nach Dillingen und umgekehrt halt leer. Und 80 stehen auf dem Tacho. Genau, dann geht's über die schöne Brücke hier noch. Unten drunter die Straße, oben drüber die Schiene. Und damit hätten wir eigentlich jetzt hier sämtliche Verkehrsträger, abgesehen vom Flugzeug, das fehlt uns hier immer noch, auf einem Bild vereinigt. Als Verkehrsträger kommen hier Eisenbahnen, Autos und Schiffe direkt in Kontakt. Na gut, nicht in direkten Kontakt. Wenn sie direkten Kontakt haben, dann haben wir die Thematik von vorhin wieder. Dann schlafen wir bei den Fischen. So, von Chris Trains, der Stadler RS1 hier auf der rechten Seite. Für die Moselweinbahn sicherlich. Ich glaube, Renus Veniro dürfte das sein. Ja. So, und an der Harttafel halten wir an. Bremsen wieder auslesen, ein Stückchen. Und hinten die Türen öffnen. Der hat gerade einen Moonwalk gemacht, aber vorwärts. Ohne die Beine zu bewegen. Nach vorne gegleitet. Ja, geglitten. Alles klar, Buloy. Auch wieder ein sehr kurzer Halt. Das geht wirklich extrem schnell. Und das Zwischenspeichern auch an der Stelle nicht vergessen. So, die Türen sind zu und du hörst schon, die Bremsen werden direkt gelöst. Und dann heißt es Abfahrt. 103, 176-4 rollt aus Buloy aus. Beheimatet in Frankfurt am Main, die Lokomotive. Im Bahnwerk. So, jetzt müssen wir hier mal den Finger aus dem Po ziehen und uns bewegen. Hohe Zugkräfte sind wieder aufgeschalten und wir hören zum Hintergrund, die Fahrmotorlüfter springen an. Wobei das nicht mal die... Das können die Lüfter hier oben sein, die alle angehen. Ob das jetzt die direkt von den Fahrmotoren unten sind, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber doch, das dürften schon die Fahrmotorlüfter selbst sein. Auch bei der 103. Und da sieht man eben auch mal, wie viel Frischluft die 103 so benötigt. Weil de facto ist ja eigentlich die komplette Seitenwand hier offen. Wenn man das sich mal genau vor Augen nimmt. Und da weißt du eben auch, was dort für Temperaturen im Maschinenraum entstehen. Ziemlich hohe. Und dafür haben wir ja die Lüfterschlitze. So, VMAX 110 wieder. Nächster halt Kochelm auf Gleis 1. Ja, normalerweise könnten wir hier oben eigentlich auch durch diese, im Simulator grauen Flächen hineinblicken. Das sind nämlich in Natura eigentlich Fensterscheiben, die dann unter anderem auch das Licht halt in den Maschinenraum mit hineinbringen. Aber hier halt im Simulator ja, irgendwie ausgegraut. Ich weiß nicht, vielleicht wollte man sich da nicht die Mühe machen und extra nochmal den Innenraum modellieren. Das wäre jetzt so der Grund, den ich da vielleicht sehen würde.
Wobei ja auch die 103 für den Train-Simulator auch ein, ja, durchaus in die Jahre gekommenes Fahrzeug schon ist. Was nicht heißt, dass es schlecht ist. Überhaupt nicht. Ich fahre die 103 sehr gerne. Und dann hier einmal 80. Na, müssen wir ein bisschen stärker in die Bremsen reingehen. Ah, das war knapp. Das war richtig knapp. Wir haben jetzt die Bremskurve wirklich voll ausgeschöpft. Das ist wenige Sekunden, Millisekunden, nachdem wir hier die 85 unterschritten haben, ist der 1000 ausgegangen. Und theoretisch hätte dann schon die Zwangsbremsung erfolgen können. Also es war jetzt sehr riskant. Für den weiteren Fahrtverlauf müssen wir uns merken, nicht ganz so straff mit der 103 hier ins Gefecht gehen. Ja, zu unserer Rechten die entsprechenden Flanken des Moseltals, alle bestückt mit Weinreben. Sehr, sehr, sehr schön. Ein unglaublich toller Ausblick, gerade auch im Herbst. Eine Urlaubsregion, auch für diejenigen, die meinetwegen in Corona-Zeiten mal aus dem Haus kommen möchten und nicht allzu weit reisen wollen. Ein kurzer Tunnel, dann geht es auch hier wieder über einen großen Viadukt und dann geht es gleich durch den Kaiser-Wilhelm-Tunnel. Genau, der müsste dort vorne kommen. Und dann fahren wir durch den Bahnhof oder durch den Haltepunkt von Edeka Eller. So, hier waren doch dann gleich, ich glaube, wieder 110. Ach nein, 120 sogar. Na dann, Vollgas. Und ja, ich weiß, dass hier kein Gas rauskommt. Das ist Elektrokraft. Strom. Kurz den Bauarbeiter vorwarnen, nicht dass er uns hier aufs Gleis drauf taumelt. So, und bevor wir jetzt hier einen Epilepsieanfall kriegen, schalten wir wieder die Beleuchtung im Führerstand komplett ein. Dann wird dieses Flackern so ein bisschen, ich sag mal, abgemildert. Wir können auch in die Außenansicht springen. Na gut, das macht es nicht wirklich viel besser. Ah, das ist halt einfach so in langen Tunnels. Oh, richtig geil. Hier oben auch die Oberleitung sogar im Tunnel. Mit Zickzack-Muster. Ah, die Lokomotive wird uns viel zu schnell. Wow, 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 wow. Lauf mal schnell wieder runter mit Schaltwerk auf 0. Dann müssen wir hier runterbremsen, das geht so nicht. Wenn hier ein GPA kommt oder der Blitzer am Rande steht, dann wird's unangenehm. Kollege, du hast ein ziemliches Bügelfeuer, das geht bei dir gar nicht mehr aus. Der ist getuned, der Zug. Ja, 8 km/h über Limit ist auch nicht so gut. Komm, noch ein bisschen. Bisschen was müssen wir noch runterbremsen. Sonst stehen wir ja viel zu früh an den Bahnhöfen dran. Wir haben bisher überall ein Häkchen drin. Koch im 10 und 19. Über die Ankunft vorausgesagt und auch das, ja, werden wir toppen. Können wir ein bisschen langsamer machen und jetzt schon mal reinbremsen, weil Kochem kommt sowieso nach dem Verlassen des Tunnels. Genau, das Tunnelende kommt in Sicht und direkt dahinter auch gleich der Bahnsteig. Ging jetzt ein bisschen schnell mit der Signaltafel dort. 110 waren es. Alles klar.
und dann nochmal reinbremsen. Stehen die auch alle schön hinter dem weißen Streifen? Ja, die stehen teilweise drauf. Der Herr dort nimmt das auch nicht so ganz wahr. Aber das geht noch. So, in Cochem wird gebaut. Da drüben stehen überall die Restwagen. Beladen mit Schienen, Schwellenstücken und. So, der Zug bleibt stehen. Wunderbar. Die Türen werden geöffnet. Die Fahrgäste dürfen rein und raushüpfen. Same procedure. Und dann gucken wir mal ganz kurz rüber zur Baustelle. Hier liegt erstmal ganz schön viel Sand. Wahrscheinlich wird hier irgendwas am Gleisbett auch gemacht. Na gut, irgendwie hängen die... Ja gut. Die Baustellenabsperrungen, die hängen eigentlich nicht so über der Schiene und auch nicht so oben durch die Schiene hindurch. Die gehen eigentlich unten nur unter dem unter der eigentlichen Schiene entlang. Werden da durchgesteckt und dann meistens auf den mittleren Abstand ungefähr. Aber trotzdem, so aus der Ferne sieht das echt schön aus. Hier drüben auch irgendwie. Na gut, das ist jetzt ein bisschen schade, aber hey, kein Problem. Ansonsten, vielleicht noch so eine Ankündigung für die Baustelle wäre hier cool gewesen. Aber trotzdem, wie gesagt, reicht so voll und ganz. Hier drüben, wie gesagt, die Restwagen. Zweiachsige Drehgestell-Flachwagen. Oben Schwellen drauf, dort hinten hier die einzelnen Schienenstränge, die dann wahrscheinlich mit dem Thermit-Schweißverfahren hier auf der Baustelle verbunden werden. Und hinten steht sogar wer auf dem Wagen drauf. Uiuiui, das ist aber ein bisschen sehr hoch. Gerade mit der Oberleitung muss man da aufpassen. Ne, so, ich glaube, 1,5 Meter oder 2 Meter über Schienenoberkante, das ist noch okay. Da kann man sich hinstellen. Das ist so die Trittbühnenhöhe, die da angenommen wird. Aber wenn wir mal ausgehen davon, dass der Mann hier ungefähr 1,80 ist, dann ist das definitiv zu hoch. Also das ist jetzt hier schon echt gefährlich mit der Oberleitung. Das soll auch an der Stelle nochmal ganz kurz eine kleine Warnung sein. Wie gesagt, von Bahnanlagen immer fernhalten, wenn man da nicht irgendwie in einer beruflichen Tätigkeit unterwegs ist oder keine Aufenthaltsberechtigung hat. Bahnanlagen sind keine Spielplätze. Da kann sehr, sehr viel passieren. Und gerade bei sowas kann gefährlich werden, ne? So, alles klar. Wir wollen jetzt hier aber nicht die ganze Zeit nur von der Sicherheit reden. Wir müssen auch endlich mal weiter. Genau, 19 ist Ankunft und Abfahrt. Das stimmt wunderbar überein. Und dann können wir hier aus Cochem ausfahren. Leistung hochdrehen. Die Lokomotive müsste mittlerweile wieder stark abgekühlt sein. Deswegen werden auch die Fahrmotorlüfter wahrscheinlich etwas später erst wieder anspringen. Wir lassen uns mal überraschen. Und ja, jetzt im weiteren Fahrtverlauf werden wir wirklich unmittelbar an der Mosel entlang fahren. Da sollten eigentlich keine 10 Minuten vergehen, die wir die Mosel oder währenddessen wir die Mosel nicht sehen. Oh, hier fliegen die Schienen. Malte, ich glaube, da hast du was vergessen. Oder, das kann auch sein, dass ich hier irgendwas vergessen habe zu installieren. Beziehungsweise von irgendwas nicht das neueste Update drin habe. Muss ich mich nochmal ganz kurz dann bei ihm melden. Auf jeden Fall echt schönes Szenario bisher. Man sieht die ganzen Details, die hier mit eingebaut wurden. Auch der KI-Verkehr, der wirkt relativ realistisch. Gerade fürs Moseltal hätte ich jetzt schon gedacht, dass da ein bisschen mehr an Fahrzeugen vielleicht kommt. Aber wie gesagt, hält sich alles in Grenzen. Sehr schönes Szenario bisher. So, 100 haben wir gesehen. Und übrigens, das Besuchen der Kanal-Webseite lohnt sich auch nicht nur für diejenigen, die sich vielleicht das Szenario herunterladen wollen, auch für diejenigen, die Fragen haben, die ja etwas öfters gestellt werden und auch
ziemlich oft von mir beantwortet werden damit, dass man eben mal auf die Kanalwebseite schauen soll. Gerade wenn es darum geht, wie man Freeware installiert, wie man so ein Szenario installiert, findest du alles unter häufig gestellte Fragen auf der Kanalwebseite. Ich habe mir da ja auch Arbeit gemacht und was bei gedacht und nicht diese Webseite ja, ohne Sinn und Verstand erstellt. Dort finden sich auch Tutorial-Videos zu entsprechenden Problemen, wie man sie im Train Simulator oder auch in TSW 2 zum Beispiel beheben kann. Und auch für weitere ja, Train Simulator und TSW-Teile werden dort entsprechende Tutorials mit einfließen. Für die PZB gibt es dort ein Tutorial, wie die genau bedient wird, was es da für Besonderheiten gibt. Das Ganze ist aber, sage ich auch gleich nochmal, in der vereinfachten Form auf der Webseite alles zusammengeführt. Hängt halt damit zusammen, dass es wie gesagt für den Train Simulator ist und nicht für Eisenbahner, die im Betriebsdienst unterwegs sind. Aber wie gesagt, für den Train Simulator reichen die PZB-Kenntnisse, die dort vermittelt werden, voll und ganz aus. Und ja, alle weiteren Infos kannst du dir ja gerne hier aus den Videos rausziehen. Jeden dritten Tag um 14 Uhr gibt es ein neues Video. Hin und wieder zwischendurch auch ein neues, wenn ich es zeitlich schaffe. Oder was Neues rausgekommen ist, dann gibt es auch manchmal Spezialfolgen und ja, wenn du die nicht verpassen willst, dann lege ich dir wirklich ans Herz, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren, dann gibt es eine kleine Benachrichtigung, wenn was Neues rauskommt und du verpasst nichts. Gerade auch wenn es irgendwelche Rabattaktionen gibt in entsprechenden Train Simulator Shops oder anderen Zusatzinhalten, die eben irgendwo günstiger angeboten werden, gibt es öfters mal hier eine Benachrichtigung. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann, wie gesagt, Kanal abonnieren. Da kannst du im wahrsten Sinne des Wortes Geld sparen. So, wir haben ja aber wieder viel zu viel geplappert und uns nicht auf das Fahren konzentriert. Wir dürfen 120 fahren und unser nächster Halt ist Treis-Kaden auf Gleis 3. Oh, cool, Bahnbaugruppe 218. Echt geniales Fahrzeug. Nochmal schnell nach hinten springen. Ja, grüß dich. Sogar mit Lokpfiff. Genial. Ja, 4,8 Kilometer noch. Okay. Leicht jede Runde bremsen, ne? Das Spielchen hatten wir vorhin schon mal. Mit den VMAX 120. Na, die nimmt aber wieder nicht. Gerade auch die E-Bremskraft, die hätte ich mir bei der 103 ein bisschen stärker gewünscht eigentlich. Und 90. Na dann, gib ihm. Und mit E-Bremskraft arbeitet die ja ziemlich gut, doch, ja, reicht eigentlich aus. Ganz wichtig, nicht nur auf 90 runterbremsen, wir müssen auf unter 85, weil es die PZB so verlangt in der Bremskurve. So, und um das Ganze wirklich sicher zu machen, gehen wir hier ungefähr auf 80 Meter Geschwindigkeit und befreien uns dann da gleich wieder draus. Und zwar jetzt. Und dann Leistung hochdrehen. So, nächster Bahnhof in 2,5 Kilometern. Also allerspätestens müssen wir beim strengen Kilometer 37 anfangen mit Bremsen. Sonst rauschen wir wahrscheinlich durch den Bahnhof durch. So, ist das jetzt hier eigentlich schon ein Einfahrtssignal? Da müsste sowas wie ESIG dran stehen. Wir haben F. Okay. Du hast halt auch für die unterschiedlichen Signale oder Signaltypen, je nachdem um welchen Signaltyp es sich halt handelt. Und mit Signaltyp meine ich jetzt, ob Einfahrtssignal, ob Blocksignal, ob Ausfahrtssignal. Die haben alle unterschiedliche Buchstaben zugewiesen bekommen. Und je nach Klassifizierung
findest du dann da halt Buchstabenbereiche, die speziell für Ausfahrtssignale oder Einfahrtssignale halt gültig sind. Und somit kannst du dich auch als Lokführer immer ein bisschen orientieren, wo bin ich jetzt genau, wie schnell sollte ich die nächsten Kilometer hinter mich bringen, beziehungsweise wann darf ich halt mit einem Haltepunkt, mit einem Bahnhof rechnen. So, mit dem strengen Kilometer 37 wären wir da echt ein bisschen knapp dran gewesen. Das wäre schon genau am Bahnhof. Boah, hier stehen wirklich Menschenmassen. Alle wollen sie im Sonderzug mitfahren. Sogar die Halttafel hier vorne wird fast von einer Person verdeckt. So, ich weiß es nicht, 3 Skaden ist eigentlich lang genug. Wir können mit der Lokomotive direkt an der Haartafel anhalten. So, Türen öffnen. Wir bleiben an der Stelle mal im Führerstand. 10.27 Uhr haben wir es. So, 10.28 Uhr, ja, ist theoretisch Ankunft. Also wir sind wieder überpünktlich. Wir fahren heute wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ich weiß, Eigenlob stinkt, aber an der Stelle muss das mal sein. Der hat einen Stock im Allerwertesten. Oder einen Stab. Oh doch. Ui. Ja, das nächste Mal in 30 Grad mit so einem langen Zug. Wir merken es uns. Nach ganz vorne ziehen. Ach, habe ich jetzt voll unterschätzt. Die Länge vom Rheingold. Aber es hätte auch so wahrscheinlich... Ja, wir gucken mal ganz kurz. Also eine Monitorlänge jetzt. Als Wagenlänge. Nee, hätte auch nicht reingepasst. Eine Monitorlänge ist hier eine Wagenlänge. Nee, hätte nicht gepasst. Aber trotzdem werden wir davon anhalten können, damit der gesamte Zug ohne Probleme reinkommt. So. Wieder Leistung hochdrehen. An der Stelle aktivieren wir jetzt mal wieder die Fahrmotorlüfter von Anfang an. Nein. Nicht das Oberstromlimit überschreiten. Das ist bei den Altbauloks so. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber gerade wenn wir halt hier so Mätzchen machen, wie mit sehr hoher Zugkraft anfahren, dann sollte man da schon drauf achten, dass die Fahrmotorlüfter eben dauerhaft aktiv sind. So, elektrische Schutzstrecke ohne EL1V. Da vorne kommt es EL1. Jetzt wichtig, das Schaltwerk muss hier runterlaufen. Vorne Lokomotive. So, Hauptschalter ist aus. Wir rollen durch die Schutzstrecke hindurch. Und hier am EL2, wenn die Fahrradspannung wieder zurückgekehrt ist, dürfen wir den Hauptschalter wieder anschalten und natürlich alle elektrischen Verbraucher durch die Schutzstrecke hindurchgerollt sind. Und da wir im Zug selber keine weiter haben, ja, können wir einfach weiterrollen. Hier sieht man auch nochmal sehr, sehr schön, dass es sich bei dem, in der Fahrtrichtung um das EL1, um ein beleuchtetes Signal handelt. Man kann hier erkennen, dass dieser Signalmast dicker ist als sonst und gerade auch oben die Signaltafel, dass man da eben, eine gewisse Dicke im Signal drin hat. Das hängt halt damit zusammen, dass hier drin so ein Lämpchen leuchtet, was eben auch bei Nacht das EL1 hier beleuchtet. Genauso wie das EL2 hier drüben, das Einschaltsignal dann wieder, also das hier ist es. Ausschaltsignal, das hier ist das Einschaltsignal und je nachdem, wenn wir uns halt umdrehen, hat es genau die umgekehrte Funktion, also je nachdem halt von welcher Seite man in diese Schutzstrecke halt einfährt. So, damit wir den Zug hier weiterfahren lassen können, deaktivieren wir die Pause und haben damit nochmal einen kleinen Einblick auf die EL-Signale gegeben. An der Stelle auch der Hinweis und das Thema hat man vorhin schon mal. Zu den EL-Signalen gibt es auch auf der Webseite verlinkt ein entsprechendes Video. Findest du auch in der Playlist Tutorials. Dort wird nochmal sehr, sehr genau auf die Fahrleitungssignale in Deutschland eingegangen. So, 80.
Und das Licht im Führerschein bitte nochmal umkonfigurieren. Und dann wieder auf 100 hoch. Ja, aber das Schaltwerk nachgezogen hat, sind wir mit dem Zug aus dem Bereich raus. Da oben fliegt ein Bäumchen. Ach nein, eine Weinrebe fliegt da. Da hinten. Wow, da war was. Aber ich habe nicht genau gesehen, was da war. Famux 90. Das ging jetzt zu schnell mit dem Raus und Rein. Es geht immer noch um die Eisenbahn. Nicht ablenken lassen. Konzentration. Nächster Halt, Kobern-Gondorf, Gleis 3. Und das ist dieser Lieblingsbahnsteig. Achtung, Ironie wurde eingebracht. Aber das Kurvenbahnsteig ist und die Menschen hier immer unglaublich nah am Gleis laufen. Weil auch der Bahnsteig sehr, sehr, sehr eng ist. So, hier kann man wirklich nochmal die komplette Pracht dieses Moseltals genießen. Man sieht einfach hier beide Flanken vom ganzen Tal. Rechts Wald, links Weinreben. Und das Ganze verändert sich dann hier vorne im weiteren Verlauf nochmal. Da haben wir dann wirklich auf beiden Seiten schön die Natur. Unten, das müsste die Moseltalstraße sein. Ich stelle mir das auch sehr, sehr schön vor, hier mit dem Auto durchzufahren. Aber natürlich, der beste Platz ist immer noch die Schiene. Da ist der Ausblick einfach 1000-mal besser. Und ich würde auch 100-mal eher den Zug bevorzugen, als hier mit dem Auto lang zu fahren. Jedenfalls, wenn es sich um den Führerschein handelt, ne? Das versteht sich von selbst. Achso, wann kommt der nächste Bahnhof? Genau, 16 Kilometer noch. Alles gut. Nicht, dass wir heute noch irgendwo durchbrausen. Einen Halt haben wir noch. Kobern-Gondorf müssen wir noch hinkriegen. Und Koblenz, das ist dann ja eigentlich kein Problem mehr. Der Bahnhof wird einfach A durch seine Größe und B auch durch die örtlichen Gegebenheiten, zumindest mir gegenüber, rechtzeitig angekündigt. Da brauche ich nicht in den Fahrplan gucken, wann der Bahnhof kommt. Aber hier gerade so die kleinen Haltepunkte wie Kobern-Gondorf, Moselkern, Dreiskaden, Kochheim. Das sind schon, na gut, Kochem würde ich zumindest aus der Fahrtrichtung Koblenz Richtung Trier, da würde ich es auf jeden Fall erkennen. Und auch an der Stelle eigentlich wegen dem Kaiser-Wilhelm-Tunnel, der da nochmal davor ist. Bei Bulai ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man sich da am Pündericher Hangviadukt verleiten lässt von dem schönen Ausblick. Dann kann auch das mal ganz, ganz, ganz schnell in die Hose gehen. Aber ansonsten, ja, also die anderen kleinen Haltepunkte und Bahnhöfe wird dann schon ein bisschen schwierig. Auch bei Wittlich, da hat man in der Richtung zumindest die Vorankündigung durch die Brücke. Das ist immer so ein relativ markantes, ich sag jetzt mal, Konstrukt auf der Strecke, an der Strecke, was eben da den Hinweis für den Bahnhof ausspuckt. Ganz wichtig wieder, die schöne Burg hier oben. Namen habe ich mittlerweile vergessen. Den hatte ich mal drauf, aber jetzt nicht mehr. Schaut echt toll aus. Also auch der Ausblick hier runter, der muss genial sein. Sogar im Train-Simulator ist er schön. Und das sage ich nicht oft. Weil gerade im Train-Simulator hat man es halt meistens so, dass die nächsten vielleicht 300, 400 Meter noch mit Vegetationsobjekten und Gebäuden ausgeschmückt sind. Danach dann aber dahinter immer wie so eine Art Kante vorherrscht, wo dann einfach die gähnende Leere beginnt und wirklich nur noch so Felsformationen am Horizont angedeutet werden oder halt andere markante Sachen.
was auch irgendwo verständlich ist, weil A können die Streckenerbauer nicht ewig lange an so einer Strecke herummehren und es reicht eigentlich auch aus, wenn man halt wirklich all das, was man vom Führerstand aus sieht, dass das quasi alles schön ausgebaut ist und der Rest ist dann wirklich, ja, eigentlich Nebensache. Na, 110. Haben wir wieder eine LF7-Tafel übersehen. Wir sind ja sowieso überpünktlich. So, da kommt eine Straßenunterführung, zumindest für uns. Oder eigentlich ist es eine Straßenüberführung, weil wir fahren ja unten drunter durch. Ja, und aufs Horn drücke ich hier schon einfach aus Prophylaxe, damit uns hier keiner zu nah am Bahnsteig steht. Weil das ist hier doch immer relativ knapp. Ah, die 80 habe ich gesehen. War auch vermint. Und mit vermint ist gemeint, dass hier halt ein GPA mit dran lag. Beziehungsweise halt einfach einen Prüfabschnitt, der uns den Tausender quittieren lässt. Weil bei gewissen Geschwindigkeiten, wenn die schon niedrig genug sind, wird an solchen Signalen hier keine 1000 Hertz Beeinflussung ausgelöst. So, die 85 darf wieder blinken, weil wir jetzt eine Geschwindigkeit haben, die unter 80 ist. Wären hier 90 angekündigt und die 85 blinkt trotzdem, insofern der Tausender deaktiviert ist, dann könnten wir uns auch daraus befreien. So, hier sind wir jetzt am ZS7 vorbei. Dann sollte auch gleich das Geblinke wieder aufhören. Und wieder zurückkehren in den normalen Fahrmodus. Genau, hat sie jetzt getan. Und dann trudeln wir langsam in den nächsten Bahnhof ein. Kurz vor Koblenz müssten dann auch mal diese wunderschönen Arkaden kommen. Das könnte sich jetzt sogar gleich hier noch mit anschließen. Ich glaube, das kommt es noch vor Koblenz-Gondorf. Das könnte jetzt schon hier die Kurve sein. Wo es dann über den schönen kleinen Stadtviadukt geht. Nee, es kommt ein Stückchen weiter hinten. Oder weiter oben im Moseltal. Ach, die Gebäude hier am Streckenrand. Man hat halt nicht das Gefühl, dass das hier nur gecopy and pasted ist. Sondern es sieht wirklich aus, als wären das kleine Städtchen, die hier ja, ziemlich gut nachmodelliert wurden. Zum Beispiel auch der Friedhof hier drüben an der Kirche, der fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Den habe ich so bewusst überhaupt noch nicht wahrgenommen. Und das zeigt halt auch, man kann das Moseltal 10-mal, 20-mal durchfahren. Ach, mehrfach haben wir das jetzt schon durchfahren eigentlich. Und man entdeckt immer wieder neue Sachen. Es kommt halt auch immer wieder irgendwas hinzu. Irgendwelche Kleinigkeiten. Und seien sie jetzt szenarioabhängig. Ist das nicht ein schöner Ausblick? Ich meine jetzt den aus dem Fenster. Die Dame ist auch hübsch, ja. Aber es geht jetzt hier um den Ausblick nach draußen gerade. So, so, so wunderbar, echt. Der Zug hier, der passt auch einfach. Der passt einfach auf diese Strecke. Das finde ich auch so cool, den Blick von dieser Dame. Also der ist so richtig intensiv, hat man das Gefühl. Auch bei den Herren hier hinten. Wir können mal ganz zu dem Rinter springen. Ich weiß nicht, sitzen wir auch bei dem am Tisch dran? Nee, es war jetzt nicht der Wagen. Schade. Nee, da gibt es auch einen Wagen von 3D-Zug, wo eine Person drin sitzt. Ein Herr, der hat so einen intensiven Blick. Da denkst du dir auch, also wenn Blicke töten könnten oder Mauern durchbohren,
Der Typ hätte es drauf. Auch von Weitem erkennt man schon beim Rheingold, wo sich Aussichtswagen und Speisewagen befinden. Das wird nämlich schnell daran deutlich, dass der Aussichtswagen selbstverständlich die Aussichtsplattform mit drin hat und der Speisewagen eben diese Erhöhung oben drin besitzt. Ja, da kommt der nächste Teil in 2 mit dauerhaftem Bügelfeuer. Der nächste getunte Zug. Also da wäre die Schleifleiste aber auch ziemlich schnell durchgebrannt, wenn wir da dauerhaftes Bügelfeuer hätten. Grüß dich, Kollege. Kurz per Lichthube. Ja, Scheibenwischer haben wir hier vorne drin. So würde das ungefähr aussehen. Ich glaube, wir sind auch die 103 eigentlich fast noch nie bei Regen gefahren, so. Das wäre mal noch was. Die 103 bei Schnee, Eis oder Regen. Ja, das könnten wir mal noch machen. Das ist wirklich noch offen auf unserer Liste und der Aktionen mit der 103 im Train Simulator. In echt ist da bei mir noch alles offen mit der 103. Außer anfassen und angucken. Das habe ich schon hinter mir. So, das dürfte auch noch nicht Koban-Gondorf sein. Erst der nächste. Ja. Ja, wieder viel zu nah am Bahnsteig. Also an der Bahnsteigkante. Ich denke, auch auf dem Straßenabschnitt hier ziehen wir jedes Fahrzeug ab, was sich ein Duell mit uns liefern möchte, auf der Schiene. Oh cool, sogar Oberleitungstrenner wurden mit eingebaut. Geil. Cool gemacht. Ist mir auch im Moseltal noch nicht aufgefallen. Ich weiß, dass der Oberbau sehr schön aussieht. Gerade auch was die Verlegung des Fahrdrahts angeht. Hier drüben die weitere Speiseleitung wird es wahrscheinlich sein. So, da kommt der Bahnsteig. Und hier schön reinbremsen. 110 darf danach gefahren werden. Und auch nochmal, weil letztens gefragt wurde, da mussten wir etwas stärker bremsen. Den Bremssand, den nutzen wir nicht, wenn es darum geht, dass wir hier anhalten. Also einen normalen Bahnsteig. Der wird wirklich nur dann benutzt, wenn es sich um Gefahrensituationen handelt. Und gegebenenfalls, also wenn es halt wirklich nicht anders geht, auch wenn man halt nicht von der Stelle wegkommt mit dem Zug. Aber eigentlich heißt der Sand Bremssand und ist nicht dazu da, um da halt wirklich irgendwie mehr Leistung oder so aufzuschalten. So, jetzt sollten wir wirklich mit dem gesamten Zug am Bahnsteig dran stehen. Ich habe extra so angehalten, dass wir die Lokomotive vorne eben überstehen lassen. Wir haben es 10.44 Uhr. Das ist mal wieder wunderbar in der Ankunftszeit drin. 45 ist es eigentlich erst geplant. Und jetzt sollte auch der gesamte, ja, der Zug sollte dran stehen, tut's aber nicht. Ja, der letzte Wagen steht halt über. Ne, nochmal ganz kurz zur Thematik Bremssand. Der wird halt bei der Lokomotive hier vorne in Fahrtrichtung, also fahrtrichtungsabhängig, vor die Räder gesprüht. Mit Druckluft wird er da aus diesen Sandbehältern rausgeschossen. Das dürfte bei der 103, ja genau, dürften das diese roten Abdeckklappen hier sein, wo der Sand entsprechend drin ist. Dann gibt es eigentlich auch nochmal hier so ein kleines Guckloch, ob wirklich Sand auch reingefüllt ist. Normalerweise guckt man immer nochmal hier oben rein, ist wirklich der Behälter voll? Und wenn ja, dann darf man sich als Lokführer freuen, dass man nicht nachfüllen muss. Ansonsten, Vorfahrtantritt, das Ganze natürlich auffüllen. So, Türen sind geschlossen. Die Lokomotive, die hat noch ihren Fahrmotorlüfter auf Dauer aktiv geschalten.
Wir nehmen den wieder in den Automatikmodus zurück. Die Lokomotive ist runtergekühlt und wir können langsam wieder anfahren. Unser nächster Halt, Next Stop, Koblenz Hauptbahnhof. Ja, und der Sand, wie gesagt, halt zum Abbremsen in Notsituationen, in Gefahrsituationen. Wenn die Lokomotive auch vielleicht bei Schnee, Eis und Glätte über die Schienen rutscht. Und halt, ja, auch ganz wichtig, das Ganze vermeiden im weichen Bereich. Weil die Weichen sind ja eingeschmiert, gefettet und so weiter. Und da ist es nicht so gut, wenn man da eben Sand rein sprüht. Zumindest in Realität. Deswegen gerade im Bahnhof sollte man das Sanden nach Möglichkeit unterlassen. Aber wie gesagt, wenn es eine Notsituation ist und es nicht anders geht, dann ist es auch da erlaubt. Aber dann mal vielleicht den Fahrdienstleiter darüber informieren, dass du da eben ein Häufchen hinterlassen hast. Und damit meine ich nur den Sand. Ja, und hier spätestens für den Simulator habe ich mir das mal nach dem ersten Sanden eigentlich schon abgewöhnt, weil am Ende bin ich immer derjenige, der dann hier die Bude sauber machen darf. Also Sanden am Simulator, das lassen wir mal lieber. Am Ende stehe ich wieder mit Staubsauger da. So. Na komm, liebe 103. Ich glaube, wir werden heute leider keine Möglichkeit haben, die Trafo-Umschaltung zu nutzen. Weil auch bei den 110 hier, das ist... Ja, das kriegt die 103 eigentlich auch ohne Trafo-Umschaltung hin. Wir können es... Ach komm. Wir sind im Simulator, das kann uns hier keiner krumm nehmen. Also schon, aber interessiert uns nicht. Wir nehmen jetzt hier die Trafo-Umschaltung mal bei 100 schon. So, der Schaltwerk ist zurückgelaufen auf 0. Der Hauptschalter geht bitte raus. Trafo-Umschaltung wird aktiviert. Hauptschalter geht wieder rein. Einen Moment kurz noch gewartet. Und dann haben wir jetzt mehr Transformatorwicklungen abgegriffen und schalten damit höhere Ströme auf die Fahrmotoren. Dadurch entwickelt sich im Endeffekt dann mehr Leistung. Das Ganze kann man quasi so ansehen wie einen Powerbooster. Und den braucht die 103 auch, um eben die VMAX 200 zu erreichen. Gerade mit einem etwas längeren Zug hinten dran. So, und jetzt haben wir nochmal ganz kurz demonstriert, was eben die Trafo-Umschaltung ausmacht. Weil du bekommst es als Lokführer auch direkt angezeigt, nämlich in den Kilonewton, die hier eben am Fahrmotor abgegriffen werden. Speziell dann, wenn du es mal selbst austestest im Simulator, wirst du halt bemerken, bei beispielsweise jetzt Fahrstufe 10 hast du halt dann schon 30 kN bei Geschwindigkeit 70. Im Gegensatz zur deaktivierten Trafo-Umschaltung, da hast du halt bei 70 km pro Stunde meinetwegen nur 20 kN an Zugkraft. Du siehst es halt in der Leistung als ganz klaren Unterschied. Die Kilometerangabe, die stimmt nicht so ganz, bis nach Koblenz. Das ist ein ganzen Ticken weiter. 11 Uhr sollen wir ankommen und dazu haben wir noch rund 11 Kilometer auch Zeit. Genau, das dürfte die langgezogene Kurve sein, die ich meinte. Wo es dann über diese Art Stadtviadukt geht. Was ist denn hier drüben eigentlich? Handelspartner oder Handelssparte. Ich konnte es jetzt nicht genau lesen. Oh, die schöne 103. Runter, reinbremsen und auf 90 bitte. Oh, ich glaube, wir bremsen gerade zu stark. Ja, tun wir auch.
Ja, und das war eben dieser Stadtviadukt, den ich meinte. Das ist jetzt nicht wirklich wie so ein Viaduktbauwerk, aber es ist halt eine Brücke, die durch die Stadt führt. Auf einer kleinen Erhöhung. Führerstand von 103, der sieht richtig aufgeräumt aus. Sämtliche Schalter hier drüben so angeordnet, zumindest die, die man ja, hauptsächlich so braucht. PZB hier drüben, also Wasser im Frei, Befehl, Luftpresser, Lüfter, dann ich glaube schnell aus ist es hier drüben. Ja. Und dann da direkt daneben Notbremsüberbrückung, Strom und Nehmer und Hauptschalter. Die Trafo-Umschaltung selbst und ja, genau, Sander haben wir noch, Schleuderschutz. Jo. Das ist eben auch eine Sache. Das wäre noch cool gewesen, wenn man die hier im Simulator integriert hätte. Dass man den Schleuderschutz einschalten kann. Gerade dann, wenn die Lokomotive zum Beispiel, ja, schleudert. So, Leistung haben wir gerade runtergenommen. Hauptschalter geht bitte nochmal raus. Trafo-Umschaltung auf Normalmodus wieder aktiv. Hauptschalter einschalten. Und dann Leistung hochdrehen. In dem Moment, wo man nämlich auch die Trafo-Umschaltung nutzt, steigt natürlich auch die Trafo-Temperatur an. Und ja, im Worst-Case-Fall kann es halt zu einer Übertemperatur kommen und damit zur Beschädigung der Lokomotive. Allerdings dann nur, wenn man da wirklich ja, sehr viel Leistung abgreift. Und wir sind gerade viel zu schnell. Jo, die 70 werden wirklich nötig. Genau. Auslösen. Nochmal zwischenspeichern vor Koblenz. Gerade auch jetzt hier, bevor es über die Mosel geht. Das ist ein sehr bekannter Punkt für den Train-Simulator, um nochmal kurz abzustürzen vor dem Ende. Andersrum übrigens unbedingt nochmal speichern immer, bevor es nach Erang reingeht. Auch ein beliebter Punkt zum Simulatorabsturz. Ja, aber die Trafo-Umschaltung wird halt jetzt hier nicht mehr benötigt, weil wir haben eigentlich alles im Geschwindigkeitsbereich drin, was wir auch mit der normalen Zugkraft erreichen können. Und um nochmal ganz kurz auf das Thema Trafo-Übertemperatur oder Fahrmotor-Übertemperatur zurückzukommen, das tritt halt dann auf, wenn eben die Trafo-Umschaltung zu lange ausgenutzt wird. Weil ergo mehr Leistung erzeugt auch mehr Temperatur. Zu viel Temperatur erzeugt Übertemperatur. Übertemperatur ist nicht gut, Lokomotive kaputt. Wir wollen das schöne Fahrzeug ja hier nicht kaputt spielen. So, wir können noch beschleunigen. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren letzten Bahnhof, Koblenz Hauptbahnhof. Dort haben Sie etwa 10 Minuten Zeit, um ein paar Fotos von der Lok oder von den Wagen zu machen. Wenn Sie nett fragen, dürfen Sie bestimmt auch mal an den Führerstand vorne reingucken. Anschließend wird unser Zugpersonal Sie runter begleiten zu den Bussen. Diese werden Sie dann bis zum DB-Museum fahren. Dort haben Sie bis 15 Uhr Zeit, sich die diversen Loks und Triebwagen anzugucken. Außerdem erfahren Sie ganz viel über die Eisenbahngeschichte in Deutschland. Um 15 Uhr stehen die Busse dann wieder bereit und werden Sie wieder zum Hauptbahnhof fahren. Dort wartet dann unser Zugpersonal und wird Sie wieder hoch zum Zug begleiten. Anschließend fahren wir dann wieder mit dem Zug zurück nach Trier. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Koblenz und freuen uns, Sie nachher wieder mitnehmen zu dürfen. Genau. Und ich freue mich natürlich auch auf einen angenehmen Aufenthalt, allerdings nach der Ankunft nicht in Koblenz.
An der Stelle sage ich auch schon mal herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du das Ganze mit einem kleinen Däumchen nach oben honorierst und mir damit zeigst, dass es dir eben gefallen hat. Ansonsten auch gerne einen Kommentar unter dem Video hinterlassen. Finde ich auch mal echt toll, wenn du da nochmal eine kleine Rückmeldung gibst, wie es dir eben gefallen hat, was man vielleicht verbessern könnte und so weiter und so fort. Und ja, ansonsten sage ich schon mal danke für die Aufmerksamkeit. Keine Angst, wir fahren das Szenario natürlich noch zu Ende. Die Wagen, wie gesagt, die gibt es bei 3D-Zug. Die Lokomotive bei Virtual Railroads. Und die Strecke bei Aerosoft. So, Vorsignal wiederholen nochmal. Und dann sollten wir hier die 30 drauf haben. Jo, haben wir. Als nächstes verkürzter Signalabstand. Mit 30 geht's weiter. Oh, das sieht schön aus. Die 103 so in der Kurve. Und dann fahren wir ein in Koblenz. Das DB-Museum liegt aktuelle Stationierung zu uns in Fahrtrichtung hinten. Also man müsste quasi nochmal mit dem Zug oder man könnte mit dem Zug in diese Richtung fahren oder halt mit Bus, Taxi oder einem anderen Verkehrsmittel dorthin gelangen. Und dann halten wir hier gleich noch am Bahnsteig an. Lassen die Fahrgäste in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Und dann verabschiede ich mich auch, wenn der Zug steht. So, was sagt denn die Uhr? Wir sind mehr als pünktlich. Abfahrt 10.56 Uhr steht hier oben dran. Oh, die Ankunft ist doch für 11 Uhr festgelegt, hm? Na gut, Zug endet hier, nicht einsteigen, richtig, kommt aus Trier, auch genau richtig. Und dann bringen wir den jetzt gleich noch zum Stehen. Der Zug steht gleich komplett am Bahnsteig dran. Wir fahren aber noch so weit, dass wir das Hauptsignal vorne sehen. Genau, das ist jetzt der Fall. Und wie gesagt, wir müssen den Fahrgästen ja hier nicht unbedingt so einen langen Weg machen, wenn wir halt ganz bis nach vorne fahren würden. Das reicht auch so. So, Türen öffnen und die Fahrgäste dürfen aussteigen. So, ganz final verabschiede ich mich jetzt auch hier aus dem Train-Simulator und ich würde mich, wie gesagt, darüber freuen, wenn du uns auch bei der nächsten Fahrt begleitest. Hat sehr viel Spaß gemacht und in dem Sinne sage ich nochmal danke fürs Zusehen. Viel Spaß bei den weiteren Videos, gerne den Kanal abonnieren, wie gesagt auch nochmal einen kleinen Abstecher auf die Kanalwebseite machen. Wenn du dich für das Szenario interessierst oder andere Szenarien, findest du dort alles aufgelistet und viele Fragen werden dort ebenfalls geklärt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, allzeit gute Fahrt, dein Think New Fly New.